Also, hallo, willkommen. In dem Video zeige ich dir, wie du ganz schnell, vor allem mit einem Taschenrechner, Winkel bestimmen kannst. Mit der Formel, also Winkel zwischen zwei Vektoren. Ich habe hier mal zwei Vektoren gemacht, Vektor A und Vektor B. Und Vektoren sind beispielsweise irgendwelche Linien, irgendwelche Vektoren. Wenn ich zum Beispiel die zwei betrachten würde, was habe ich hier für einen Winkel? Darum geht's. Da gibt es eine Formel, die schreibe ich mal eben kurz an und dann erzähle ich mal hier was zu Vektoren zwischen geraden Ebenen. Also die Formel ist wichtig, die schreibt man immer auf, Cosinus Alpha, wenn der Vektor Alpha oft, das findet man auch irgendwo in der Formelsammlung wieder, gleich, dann sagt die Formel immer Vektor A mal Vektor B, Bruchstrich und dann die Längen davon, man macht dann immer so Striche, Betragstriche von A mal Betrag von B. Heißt für die Formel eigentlich, das sieht dann so aus, wenn man die dann einfach einsetzt, nimmt man den hier und mit dem und dann durch die Längen davon. Jetzt zeige ich was Cooles, ich werde es jetzt mit dem Taschenrechner direkt machen, einfach ein paar Klicks und dann habe ich den Winkel raus. Das heißt, du solltest trotzdem dann die Formel aufschreiben und einsetzen. Das heißt, dann kann man machen, daraus folgt, mache ich mal unten weiter, nehme ich jetzt mal schwarz, also dann würde ich hinschreiben, Cosinus Alpha gleich und dann einfach so hinschreiben, minus 2, minus 3, minus 1 mal in Klammern 4, 0, 3. Und dann durch die Längen davon, also dann schreibt man einfach hier so Wurzel. Wie gesagt, weil du quadrierst, kannst du immer die positiven Zahlen einfach entscheiden. Plus 3, plus 1, ganz wichtig, hoch 2, hoch 2, hoch 2. Steht, warum? Minus 2 zum Quadrat wird plus 4. Deswegen kann man auch, ich schreibe immer nur positiv hin. Also das Quadrat plus das Quadrat plus das Quadrat. Das wäre dann die eine Länge von dem mal von dem zweiten auch noch. 4 hoch 2. 0 schreibe ich gar nicht hin. 0 hoch 2 lasse ich weg. Plus 3 hoch 2. 3 hoch 2. So. Jetzt hast du das dann hier so gemacht. Jetzt zeige ich dir, wie das mit dem Taschenrechner geht. Ist übertrieben einfach. Ansonsten mache ich mal kurz, weil die meisten von euch haben das nämlich bis jetzt so gelernt, dass man das immer eingetippt hat und so. Da gibt es halt ein paar Merkmale, die man beachten muss. Aber ich zeige dir erstmal, wie das mit dem Taschenrechner geht. Zumindest mit dem kann ich dir das zeigen. Und zwar geht man erstmal im Menü, einen Moment, ich bringe meinen Taschenrechner nach vorne. So, das heißt, wenn ich den Taschenrechner jetzt mal aufmache, habe ich hier, dann gehe ich einfach unter ganz normal, Menüpunkt 1, Run Matrix. So, jetzt gehst du hier erstmal, wenn ich irgendwie alles löschen will, gehe ich erstmal auf Delete. Alles löschen, das habe ich für vorhin. Ja, löschen wir jetzt erstmal alles. So, dann gehen wir auf hier 4, steht Katalog in Gelb, deswegen Shift. Also Shift, Katalog. Dann merkst du einfach, du musst unter A hochscrollen, scrollen, scrollen, bis Angel kommt. Dann ist das da schon. Dann musst du einfach nur voll cool nur die zwei Vektoren eintippen, dann hast du schon den Winkel. Rechnerisch zeige ich das aber auch noch. Dann gehst du hier Angel da. Da habe ich es gefunden. Dann klicke ich auf OK. Und jetzt will der hier, muss ich Vektoren. Wie geht das jetzt gut zuhören? Dann gehst du erstmal auf Math. Dann gehst du auf F1 Vektoren. Und dann gehst du hier auf 3 Kreuz 1. Weil es und jetzt musst du einfach nur beide Richtungs- oder je nachdem bei den Vektoren, die ich da hatte, die tippe ich ein. Das war die eine war minus 2, also minus 2, minus 3. Und minus 1, 1 und dann gehst du einmal nach rechts und jetzt machst du bitte hier ein Komma, dazwischen musst du ein Komma machen und dann gehst du wieder auf 3 Kreuz 1 und tippst den anderen auch ein, 4 war der, bei meinem Beispiel 0 und 3 und sieh und staun, dann machst du hier die Klammer wieder zu oder auch nicht und dann gehst du auf gleich, zack, 126 Grad, jetzt zeige ich dir, dass das auch stimmt, 126 Grad. Machen wir wieder weiter, normal. Das heißt, laut Taschenrechner habe ich da 126 Grad raus, schreibe ich einfach hin. 126 circa gerundet. Also Alpha gleich. Perfekt, fertig. So einfach geht das. Das heißt, wenn du das mit dem Taschenrechner verstanden hast, immer auf Angel. Ich wiederhole kurz nochmal, du gehst ganz normal in den Unterpunkt, wo du Sachen eintippen kannst. 3x4, 5x5. Dann gehst du erstmal auf Shift. Shift und dann drückst du die Taste 4, nicht F4, sondern die Taste 4.
danach Taste 4 drücken. Da steht nämlich überall 4 in gelb im Katalog. Dann suchst du Angel. Dann guckst du unter Angel. Dann klickst du drauf. Und dann sagt der, dann musst du auf F4 bei Math, F4, sonst noch mal ein Video ein bisschen zurückspulen. Und danach F1 und dann die eintippen mit einem Komma dazwischen zu und dann auf gleich drücken. Dann hast du 126. Aber klar, so habt ihr das bis jetzt anders gelernt. Wenn es dir übrigens gefallen hat mit dem Taschenrechner, wie ich es erklärt habe, lass einen Daumen da oder mach es in der Arbeit auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, kannst du mir noch mal ganz schnell erklären, wie machst du das denn sonst? Ja, sonst geht das halt so. Dann musst du einfach hier Skalarprodukt. Skalarprodukt heißt oben im Zähler, minus 2 mal 4 sind minus 8. Minus 3 mal 0 sind 0. Dann immer ein Plus dazwischen, plus 0. Dann minus 1 mal 3 plus und dann minus 1 mal 3 sind minus 3. Das steht dann oben im Zähler, Bruchstrich. Und dann hier vorne musst du dann das eintippen. Das hättest du dann hier jetzt so eine 4. Dann hättest du hier eine 9 und hier eine 1. Das sind 10, 14. Wurzel 14 mal und hier die Länge, das sind 16 plus 9, 25. Wurzel 25 ist übrigens 5 mal 5. Und dann Cos Alpha gleich dazwischen. Cosinus Alpha. Sieht alles scheiße aus. Machen wir das schön sauber. So. Und jetzt nimmst du einen Taschenrechner, wenn du jetzt, wie gesagt, ich würde das einfach so hinschreiben und dann mit dem Taschenrechner eintippen, wenn du jetzt einen hast, wo du sagst, ja dann, ich muss es aber irgendwie auch so, will ich das wissen, dann tippst du das ein. Wichtig ist vielleicht dabei, da zeige ich dir noch was, hier oben im Taschenrechner, manchmal kommen da bei einigen Schülern, habe ich immer in den Kursen damals festgestellt, die sagt immer, ich kriege aber eine kleine, dann ist das, weil oben bei dir nicht DEG steht, hier oben steht irgendwie ganz klein Math und dann Degree. Bei manchen steht kein Degree, das geht dann hier mit Setup, also wenn man Shift und Taste Menü drückt, dann kommt Setup, dann scrollt man runter und dann steht hier irgendwo bei Angel Degree. Manche haben das auf Rad eingestellt, dann gehst du hier auf F1, damit der auf Degree umgestellt ist. Das sollte man dann wissen und dann kommen auch die richtigen Werte raus. Kurz wollte ich ja sagen, wenn du zwei Geraden hast, machst du die gleiche Formel. Dann stellst du dir vor, ich habe eine Gerade, die hat einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. Dann nimmst du natürlich die zwei Richtungsvektoren. Eine Gerade, das war dann irgendwie so, g Doppelpunkt x gleich. Dann stand hier ein Vektor plus r mal hier ein Vektor. Und bei der zweiten Gerade, g2, g1. X gleich hier ein Vektor, da auch ein Richtungsvektor. Wichtig ist jetzt, wenn du jetzt den Winkel mit von 2 Graden, da ist die gleiche Formel, alles gleich, dann musst du halt das, was hier steht, hier, das sind dann deine zwei Vektoren, mit dem du das dann mit dem Taschenrechner machen kannst. Hast du zwei Ebenen, LK zum Beispiel, und zwei Ebenen schneiden sich, zwei Papiere oder sowas, dann entsteht eine Schnittgerade und da gibt es auch einen Winkel. Da benötigst du bei den Ebenen, benötigst du die beiden normalen Vektoren. Also normalen Vektor 1 und normalen Vektor 2. Das, und dann macht man damit die Formel. Hast du jetzt eine Ebene und eine Gerade, wieder LK meistens, dann nimmst du von der Ebenen den normalen Vektor, wichtig, und von der Geraden den Richtungsvektor. Erkläre ich, dann passiert da was, man muss jetzt gut aufpassen. Du hast dann zum Beispiel eine Ebene und eine Gerade. Wir haben hier irgendwie, wo habe ich noch Platz? Hier ist irgendwie ein Blatt Papier und hier ist eine Gerade. Die schneidet die dann. Und dann entsteht hier irgendwie ein Winkel. Und diesen Winkel, den wollen die wissen, kennt man nicht. Dann brauchst du ja den normalen Vektor der Ebene. Der normalen Vektor der Ebene, nehme ich mal eine andere Farbe, rot oder schwarz, schwarz nehmen wir. Der normalen Vektor einer Ebene, der ist immer orthogonal zur Ebene, der sieht so aus. Dann mit der Formel jetzt, das ist die von der Geraden, g. Und das ist die Ebene, der normalen Vektor der Ebene, n. Dann entsteht hier ein Winkel. Den kriegst du erstmal raus, wenn du die Formel mit dem normalen Vektor der Ebene und dem Richtungsvektor der Geraden, dann musst du die noch, ganz wichtig, 90 Grad minus die Lösung. Lösung. Weil, wie gesagt, ich kriege das Stück, aber ich möchte ja eigentlich das Stück haben von der Ebene und der Geraden. Und mit der Formel hast du den normalen Vektor und die Gerade. Den Winkel dazwischen und das ist halt, wie gesagt, man kann sich das so vorstellen, man hat hier 90 Grad
Und die Gerade, die wäre dann eigentlich mein Bleistift oder so, die wäre hier. Mit der Formel hätte man normalen Vektor und diesen Winkel raus, aber ich möchte ja eigentlich den hier. Deswegen 90 minus das, was hier rauskommt, dann bekomme ich, wenn die Aufgabe ist, gerade Ebene. Bis dann. Achso, ganz kurz noch hier zu der eigentlichen Aufgabe. Also das kann dann alles weg, das habt ihr dann verstanden. LK zumindest, das braucht man dann auch. Also jetzt, hier die 126 war auch richtig, das können wir wieder hinschreiben. Ja, mir ist gerade eingefallen, bevor ich das jetzt hochlade, dann fragen Leute wieder, hä, wie komme ich jetzt von da nach da? Das mache ich dann eben auch nochmal. Dann hätte man hier stehen, Cosinus Alpha gleich minus 8, minus 3 sind minus 11. Und dann durch Wurzel 14 mal 5, also keine 5, da muss eine 4 hin. So, und dann macht man den letzten Schritt. Dann macht man auf jeden Fall Cosinus hoch minus 1, Cos hoch minus 1. Was meine ich mit Cosinus hoch minus 1? Wenn ich das jetzt nicht mit dem Angel und sowas machen will, sondern jetzt wirklich ohne diese Befehle, so wie man das bis jetzt eigentlich auch gelernt hat, dann geht man hier, hat man ja Sinus, Cosinus, Tangens, dann gehst du auf Shift Cosinus hoch minus 1, Cosinus hoch minus 1 und dann musst du das hier eintippen. Tippe ich jetzt kurz mal ein und zeige das eben mal. Wurzel aus, nicht Wurzel, Bruch, also minus 11 oben hinschreiben. Das ist die, hier kam minus 11 raus, minus 11 und dann zeige ich dir das gleich auch nochmal. Und dann unten muss ich Wurzel schreiben, die Wurzel aus 14 mal einfach im Nenner 5. So tippt man das ein und jetzt zeige ich mal, da kommt genau das, also Moment und dann gucke ich mal, kann man das sehen, ja, hier ist das, also ich habe es einfach Cosinus, wichtig dabei ist nicht Cosinus und dann von dem Bruch, sondern Cosinus hoch minus 1, aber das finde ich viel cooler, das was ich da oben gemacht habe, einfach so eintippen und dann fertig. So, jetzt aber viel Spaß und tschüss.